Wie kann man was erreichen? Al-Ihsan. Al-Ihsan. Wie kann man Al-Ihsan erreichen? Ihsan ist die höchste Glaubensstufe. Es gibt Al-Islam, dann Al-Iman und dann Al-Ihsan. Und der Prophet sallam, hat beschrieben in einer Überlieferung bei Bukhari und Muslim, über den Ihsan sagte er, an ta'buda Allah ka'annaka tara. Dass du Allah azza wa jalla so anbetest, als ob du ihn sehen könntest. Und in einer anderen Überlieferung, an takhsha Allah ka'annaka tara. Dass du Allah azza wa jalla so fürchtest, als ob du ihn sehen könntest. Das ist erstmal der Ihsan. Das bedeutet, diese Person, der den Ihsan verinnerlicht hat, ist eine Person, der im Allgemeinen, so gut wie immer, wenn es eine Entscheidung gibt zwischen seinem Gelüst und Allah, so entscheidet er sich immer für Allah Azza wa Jalla. Leicht oder schwer? Schwer. Aber das ist die Bestrebung, die man haben sollte. Na, das heißt nicht, dass ein Muhsin nicht auch in eine große Sünde fallen kann, doch. Aber er kehrt nicht zurück zu der Sünde und er fährt vor allen Dingen nicht fort, mit dieser Sünde weiterzumachen. Wallahu ta'ala ala wa a'la. Na,